Die Stadtwerke Tübingen starten ein neues eigenes E-Sharing-Angebot. Unter der Marke Kuno bringen sie 40 E-Roller und 10 E-Autos in die Stadt und sorgen so für eine neue Mobilitätsalternative. Der Start war eigentlich schon für März geplant, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben. Jetzt wollen sie aber doch an den Start gehen mit entsprechenden Hygieneregeln. Nachdem sich der bisherige Sharing-Anbieter für E-Roller in Tübingen, Coop, im Dezember vom Markt zurückgezogen hatte, kehren mit Kuno 40 E-Roller und 10 E-Autos auf die Tübinger Straßen zurück. Der Name des neuen Sharing-Angebots ist dabei Programm. Man kann dieses Wort so interpretieren wie CO2-No, also kein CO2. Das heißt, unser Sharing-Produkt, was aus 40 Rollern und jetzt auch noch um 10 E-Autos erweitert bestehen wird, ist ein reines Elektromobilitätsprodukt und wird natürlich mit Ökostrom betrieben. Jetzt, da es bereits wieder leichte Lockerungen der Corona-Maßnahmen gäbe, wolle man die neue Sharing-Fahrzeugflotte nicht weiter zurückhalten, heißt es von Seiten der Stadtwerke. Allerdings müsste natürlich noch mehr auf Hygiene geachtet werden als in normalen Zeiten. Uns ist es wichtig, dass man jetzt in dieser Zeit Handschuhe benutzt und auch die Hygienehauben verwendet. Wir werden natürlich auch darüber hinaus versuchen, bei jedem Roller, bei jedem Akkutausch die Griffe zu desinfizieren. In den E-Autos liegen außerdem Desinfektionssprays und Tücher bereit, um die wichtigsten Stellen im Innenraum vor jeder Fahrt selbst desinfizieren zu können. Die Roller sind im sogenannten Free-Floating in der Kernstadt in Tübingen verteilt und können dort gebucht und wieder abgestellt werden. Die Reichweite pro Akkuladung beträgt maximal 60 Kilometer. Wir haben einen Festpreis pro Fahrt, das sind 1,90 Euro, das sind dann auch schon 10 Freiminuten inklusive. Danach beträgt dann jede Minute weitere 19 Cent. Wir haben hier aber auch so ein Stück weit eine Kostenkontrolle im Maximum und das ist der Tageshöchstsatz. Können 24 Euro fällig werden. Das heißt, ein Tag Roller fahren kostet 24 Euro. Die 10 neuen Renault Zoes sind an festen Standorten mit Ladestationen und besitzen mit vollem Akku eine Reichweite von maximal 350 Kilometer. Wir haben einmal einen Festpreis pro Fahrt, einmalig, das ist 1 Euro. Da sind auch keine freien Minuten inklusive. Und darüber hinaus haben wir dann noch den Minutentarif, da kostet dann jede weitere Minute 25 Cent. Und auch hier, wie bei den Rollern, haben wir einen Tageshöchstsatz, der beträgt bei den Autos 49 Euro. Grundgebühren und Kautionen fallen weder bei den Autos noch bei den Rollern an. So soll das Angebot niederschwellig gehalten werden. Gefunden und gebucht werden können die Fahrzeuge per App. Mobilitätsmanagerin der Stadtwerke Tübingen, Johanna Eisele, erklärt, wie es geht. Man tippt dann einfach hier auf diesen Pin von dem Fahrzeug und hat direkt die Übersicht, welcher Roller das ist, mit welchen Kennzeichen, wie der Batteriestatus ist, wie viel es kostet und die Entfernung zum nächsten Fahrzeug. Man macht die komplette Registrierung, Führerscheinvalidierung, Buchung und Bezahlung. Das wird alles direkt über die App laufen. Da muss nicht noch irgendwo vor Ort hingegangen werden. Und für jeden Neukunden gibt es eben zu Beginn 15 fahrfreie Minuten von uns. Die Standorte sind mit dem Partner von Teilauto Neckaralb abgestimmt, sodass es nicht zu einer Konkurrenzsituation kommt, sondern die neuen Fahrzeuge eine ergänzende Funktion haben. Mit Teilauto hat Kuno einen Partner, der bereits 25 Jahre Erfahrung im Sharing mitbringt. Wir kümmern uns ums operative Betreiben der ganzen SWT-Flotte, sowohl für die Autos als auch für die Scooter. Und das sind im Wesentlichen eben die Wartungsarbeiten, die Sicherheitschecks. Und wenn eben Reparaturen anfallen, dann haben wir mit der eigenen Werkstatt, die wir ja unterhalten, eine Möglichkeit, eben schnell die Fahrzeuge wieder auf der Straße einsatzbereit zu machen. Tübingen will bis 2030 klimaneutral werden. Die neue rein elektrische Kuno-Flotte bildet hier einen weiteren Baustein im Mobilitätsbereich.